In diesem Video beantworte ich eure Fragen. Hallo meine Lieben, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Q&A hier auf meinem YouTube-Kanal. Ja, schon ein bisschen länger her, dass ich ein Q&A gemacht habe. Also das letzte war ja für AIDA, aber das habe ich ja schon nach dem Urlaub direkt aufgenommen. Das heißt, das war irgendwann im März. Ja, und jetzt haben wir schon Juni. Ja, also so lange habe ich kein Q&A mehr für euch aufgenommen. Aber irgendwie kam immer was dazwischen und dann hatte ich genug Material. Aber jetzt ein neues Q&A für euch und ihr habt mir wieder fleißig Fragen gestellt auf Instagram. Ich poste das ja immer so ein paar Tage früh auf Instagram und da dürft ihr mich private Fragen fragen, was zum Disneyland Paris, generelle Fragen zu Freizeitparks etc. pp. Und da kam auch wieder einiges. Und ich versuche mal bei den Q&As alle eure Fragen zu beantworten. Das heißt, ich versuche mich kurz zu halten. Die Betonung ist auch versucht, weil, ihr wisst, ich quatsche sehr, sehr gerne. Damit müsst ihr aber leben, wenn ihr meine Videos anschaut, dass ich mich manchmal nicht so kurz fassen kann. Und jetzt fährt gerade hier die Polizei oder der Krankenwagen vorbei. So, weg ist er. Hat mein Video einfach gecrashed. Ja, ich würde sagen, wir starten dann direkt mal, ne, bevor ich hier zu viel quatsche. Erstmal vielen Dank für alle eure Fragen. Willst du in Zukunft eine Reise nach Orlando zu Universal Epic Universe machen? Auf jeden Fall. Epic Universe, für die Leute, die es nicht wissen, in Universal, es gibt ja auch in Florida einen Universal Park, den habe ich auch schon mal zweimal besucht, davon gibt es auch schon Videos hier auf meinem YouTube-Kanal, wenn ihr da sehen wollt, was da so abgeht. Und nächstes Jahr öffnet ein neuer Themenbereich, oder ist es ein neuer Park? Also die haben ja aktuell Universal Orlando, dann haben wir Isle of Adventure und dann haben wir ja dann Epic Universe, das sind dann die drei sozusagen Parks. Und es macht nächstes Jahr auf, 2025, wann genau, weiß ich nicht. Und ich habe eigentlich schon auf meiner Bucketlist, dass ich nächstes Jahr dann hinfahre. Kommt darauf an natürlich, wann sie eröffnen. Ich habe so einiges nächstes Jahr auf meiner Bucketlist. Da muss ich mal gucken, ob der Urlaub reicht, ob das Geld reicht. Egal, anderes Thema. Auf jeden Fall habe ich es auf jeden Fall geplant. Mal gucken, ob es direkt dann nächstes Jahr klappt, wenn der neue Themenpark eröffnet. Seid ihr auch in einem Disney-Hotel in Anaheim? Ja. Wir sind eine Nacht im Pixar Hotel. Ist es das Pixar Hotel? Ich glaube, es heißt Pixar Hotel. Genau, wir wollten, es hat ja, es ist ja nicht ganz neu, es wurde ja neu renoviert und dem Pixar-Motto gewidmet. Und Sam und ich haben gesagt, ja, eine Nacht gönnen wir uns dann in dem Disney Hotel. Und das machen wir dann in der letzten Nacht, bevor wir dann zurückreisen. Natürlich wird es davon auch ein Video geben. Gibt es in Anaheim auch das Magic Band und Genie Plus? Jein, also Magic Band. Gibt es Jein, es gibt das Magic Band Plus. Habe ich gerade von Brina gelernt tatsächlich. Die war jetzt vor kurzem in Anaheim. Also schaut da gerne mal auf ihren YouTube-Kanal vorbei. Die postet jetzt dann auch Videos von Kalifornien und auch Disneyland Anaheim. Und sie hat mir gesagt, oder hat auch in ihrer Story gesagt, dass nur das Magic Band Plus funktioniert. Das ist ja jetzt, also wir haben ja damals in Orlando schon gekauft, als wir zusammen waren, 2022. Und ich muss es tatsächlich suchen. Ich habe letztens tatsächlich angefangen, nach meinen Magic Bands zu suchen, die irgendwo hier sind. Aber ich weiß nicht, wo ich sie nach dem Umzug hingetan habe. Naja, werden schon wieder auftauchen. Auf jeden Fall, in Anaheim funktioniert nur das Magic Band Plus, warum auch immer. Genie Plus gibt es auch. Also ja, wir haben auch Genie Plus tatsächlich in unseren 3 Tagen, die wir dort sind, inkludiert. Und ja, werden wir auch nutzen. Hast du noch Kontakt zu deiner ehemaligen Kollegin, mit der du im Disneyland warst? Du meinst wahrscheinlich die Vicky. Nein, wir haben keinen Kontakt mehr. Nachdem ich die andere Arbeitsstelle hier in der Schweiz verlassen habe, ist der Kontakt leider abgebrochen. Welcher Park in China gefällt dir besser? Welcher lohnt sich mehr? Familie mit Kind, bald 3. Also ich fand Hongkong schon ein bisschen besser als Shanghai. Shanghai ist halt riesig. Und ich fand, die Verständigung auf Englisch ist auch ein bisschen schwierig. Man kommt trotzdem durch. Aber wenn du sagst, welcher mir besser gefallen hat, würde ich tatsächlich Hongkong sagen. Deswegen, wenn auch mit Familie, gibt auch genug Sachen in Hongkong zu erleben. Deswegen würde ich jetzt euch erstmal Hongkong empfehlen. Ich plane nach WDW zu fliegen. Welchen Föhn-Glätteisen kann man da benutzen? Also ich weiß, dass ich, als ich nach Amerika geflogen bin, mein Dyson nicht mitnehmen konnte. Mein Dyson Föhn und auch Haarbürste und so weiter.
Den Dyson Airwrap konnte ich nicht mitnehmen, weil die Spannung zu hoch ist beim Dyson. Ich habe ein Glätteisen von GHD. Das durfte ich mitnehmen, weil die Spannung weniger ist. Aber ihr müsst mal googeln. Also es gibt, kenne ich jetzt nicht auswendig, es gibt so Etiketten bei den ganzen Elektrogeräten, bei Föhns und Glätteisen. Da steht drauf, wie viel Spannung benötigt wird, um das Ding zu benutzen. Ich kenne die Zahlen jetzt nicht auswendig, ich müsste jetzt meinen Dyson holen, aber das mache ich jetzt nicht. Aber googelt mal die Spannung in Amerika und dann guckt auf die Zettel. Und wenn da so eine breite Spanne ist, ich meine beim DHT war so eine breite Spanne von 100 irgendwas bis 200 irgendwas. Und ich weiß, dass der Dyson, glaube ich, nur mit über 200 arbeitet oder funktioniert. Also da einfach mal googeln, aber es funktioniert nicht jeder Föhn oder jedes Glätteisen. Hast du Tipps für einen Aufenthalt in den Sommerferien? Also ich meine, vielleicht generell, also ist die Frage generell gerichtet. Puh, Sommerferien sind ja immer gut besucht, überall in allen Parks. Vielleicht, wenn ihr die Massen scheuen wollt, würde ich vielleicht so Underdog-Parks besuchen vielleicht. Also ich bin da jetzt aber auch nicht der Experte. Vielleicht sowas wie den Bayernpark oder halt so genau so eine, vielleicht so eine Bayern-Tour machen. Das haben wir ja auch ja mal gemacht, letztes Jahr mit Prina. Wir haben den Bayernpark besucht, die Therme Erding, das Legoland. Das kann man ganz gut mit dem Auto abgrasen. Und dazwischen gibt es auch noch den Schwabenpark. Also wenn es um Freizeitpark geht, ne? Also ich denke mal, dass es vielleicht um Freizeitparks geht. Ansonsten, ja, ist es halt überall voll. Mal dann schauen, wenn ihr vielleicht ins Ausland geht, dass... meine Nase putzen. Wenn ihr ins Ausland geht, vielleicht, dass ihr antizyklisch geht. Wenn ihr jetzt ins Disneyland zum Beispiel geht, schaut vielleicht, wann in Deutschland schon Ferien sind, aber in Frankreich vielleicht nicht. Kommt daher auf das Bundesland und sowas an. Also schwierig. Ansonsten, ich weiß auch noch nicht, was das Budget ist. Ja, aber vielleicht auch Center Parks ist auch mal eine gute Option. Vielleicht auch am Disneyland Paris, aber ich weiß, dass es schon sehr teuer ist. Aber da habt ihr auch einen Pool und so weiter und könnt auch ein bisschen länger bleiben. Ja, das wären so meine Tipps für die Sommerferien, wenn es jetzt um Freizeitparks generell ging. Weiter geht's. Was ist deine Lieblings-Walkthrough-Attraktion im Disneyland Paris? Pff, schwierig. Ich würde, glaube ich, Aladdin sagen. Aladdin mag ich ganz generell als Film und deswegen würde ich Aladdin sagen. Wenn du mal Kinder haben solltest, wirst du da auch mit Kind so häufig ins Disneyland Paris fahren? Also ich hoffe es. Man weiß natürlich nicht, wie so das Kind dann mitmacht oder nicht mitmacht. Aber ich würde es schon gern weiter in diesem Rhythmus beibehalten. Aber mal sehen, wie das dann ist mit Kind. Das kann ich natürlich jetzt noch nicht sagen. Wie würdest du die verschiedenen Disney-Parks ranken? Platz 1, 2, 3 etc. Also in denen ich bisher war, würde ich, glaube ich, Shanghai als letzten Platz ranken. Dann, glaube ich, Orlando. Dann Hongkong und dann Disneyland Paris. Also Disneyland Paris auf Platz 1, Shanghai auf dem letzten Platz. Warum? Weil Disneyland Paris immer noch mein Herz dran schlägt. Also Disneyland Paris ist mein Homepark und auch wenn nicht immer alles super läuft und so weiter und so fort, hängt mein Herz immer noch an Disneyland Paris. Und ja, Shanghai fand ich halt ein bisschen, auch wegen den Besuchern, also ist nicht, dass es jetzt super schlecht war, ne? Also das ist alle, bisher fand ich alle Disney-Parks super, aber so das Verhalten der Besucher fand ich ein bisschen blöd in Shanghai und ja, auch das mit der Sprache. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch nicht negativ, aber ihr wolltet ein Ranking wissen und das ist mein Ranking. Was war dein schönstes Disney-Erlebnis? Also mein schönstes Disney-Erlebnis bisher war, glaube ich, die Eröffnung nach Corona, wo wir dann morgens da waren und die Cast-Member uns begrüßt haben, natürlich mit Maske und so weiter, aber dazu gibt es ja auch das Video hier und ich hatte wirklich Tränen in den Augen und konnte mich kaum zurückhalten, weil es so schön war, die Mitarbeiter wieder im Park zu sehen und dass wir auch wieder in den Park durften nach so einer langen Pause und das war sehr, sehr emotional für mich. Möchtest du mal in einen Nintendo-Park gehen? Also meinst du... Nintendo halt Universal, wegen dem Mario-Part, also Super Mario-Part-Teil. Ich vermute, weil sonst kenne ich keinen Nintendo-Park. möchte ich auf jeden Fall. Wir sind ja auch in Anaheim jetzt mit Sam. Leider, wenn wir keine Zeit haben, dort Universal zu besuchen. Die Brina war ja da. Und das sah wirklich super aus.
Super Mario Land. Ich weiß nicht, wie es genau heißt. Aber wir werden leider keine Zeit haben. Ich bin ja nur eine Woche da und da wird es nur auf Disney fokussiert und D23. Deswegen schaffe ich es leider nicht, aber einen Grund wiederzukommen nach Disneyland Anaheim und oder direkt nach generell nach Anaheim und noch mehr Kalifornien zu entdecken. Das würde ich auch gerne machen, aber ist leider nicht drin. Ich habe leider nicht mehr Urlaubstage für dieses Jahr. Aber ja, auf jeden Fall, auch falls ich mal nach Tokio reise, dann möchte ich dort auch in den Universal Park und so weiter. Also ja, auf jeden Fall. Was gehört für dich zu einem perfekten Disneyland Paris-Trip unbedingt dazu? Also auf jeden Fall ein schönes Outfit mit Öhrchen. Das gehört auf jeden Fall für mich dazu. Und ein Foto vom Schloss. Das gehört auf jeden Fall auch immer bei mir dazu. Ansonsten ist das ja auch jedem seine Entscheidung, was so unbedingt sein muss. Moni Maus, es war die Rede von einem dritten Restaurant im Disneyland Hotel. Hast du mehr Infos? Ich habe nicht wirklich viele Infos. Ich habe nur beim letzten Mal gehört, also wann es eröffnet, weiß ich auch nicht. Aber dass es irgendwie so ein Wechsel immer sein soll. Also dass verschiedene Starköche, also das ist ein Restaurant auch im Castle Club, da oben. Ich war ja letztens, wo ich mir die Suite anschauen durfte, hat auch die meine Followerin gesagt, dass das da, also da hat sie mir gezeigt, wo das hinkommt, das Restaurant. Ich weiß ja nicht, ob das dann nur für Castle Club Mitglieder ist. Das weiß ich nicht. Oder ob man da mit einer Reservierung auch so hoch darf. Keine Ahnung. Aber was sie mir gesagt hat, ist, dass es anscheinend wohl wechseln wird, die Köche oder das Thema. Aber mehr Infos habe ich leider auch nicht dazu. Und ob das wirklich stimmt, weiß ich natürlich auch nicht, weil von Disneyland Paris direkt haben wir dazu noch keine Infos. Welches Hotel ist nicht so teuer und nahe vom Park? Also es gibt einige. Ich war jetzt zum Beispiel im Ibis in Val d'Europe. Das ist relativ nah, weil man eine U-Bahn-Station oder eine Metrostation, eine ERR-Station am Park ist. Und in Val d'Europe gibt es super viele Hotels, also da lohnt sich das auf jeden Fall mal nachzugucken. Residence du Parc ist auch nicht so weit weg mit dem Bus. Aber dazu habe ich ja schon mal ein Video gemacht, also schaut da gerne mal bei meinen Top 5 Top 5 Disneyland Paris Hotels von außerhalb. Kann ich auch gerne verlinken, wenn ich dran denke. Also schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Dazu gibt es auch schon ein Video, wo ich euch meine Top 5 Hotels außerhalb von Disneyland Paris vorstelle. Das erste Mal im DLP. Wie laufen die Security-Checks ab? Ist gar nicht so dramatisch. Ist ähnlich wie am Flughafen, wenn ihr schon mal geflogen seid. Die sind halt direkt nach dem Bahnhof oder wenn ihr vom Parkplatz kommt, gibt es Security-Check. Oder wenn ihr von den Disneyland-Hotels kommt, gibt es auch Security-Checks. Aber die laufen im Prinzip ähnlich ab. Es gibt einen Scanner für eure Taschen, das heißt, ihr müsst alle eure Taschen in diesen Scanner legen. Der wird dann durchgefahren, da wird gescannt und dann müsst ihr halt durch so eine Beep, 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 Beep Barriere durch. Und ja, das war's. Also es ist im Prinzip wie am Flughafen, Tasche durch den Scanner und dann müsst ihr durch diese Beep, Beep, Beep und dann ja, werdet ihr entweder angehalten oder nicht. Meistens ist es relativ schnell. Ja, was ich immer mache, ist, ich bereite mich schon mal vor, wenn ich weiß, okay, ich bin gleich dran, ziehe schon meine ganzen Taschen aus, um mir dann draufzulegen, weil ich habe ja immer so viel Gepäck dabei. Und mit Kinderwagen funktioniert es genauso, nur dass der Kinderwagen dann halt durch auch dieses Beep, Beep, Beep durchgeht und ja, relativ einfach. Hast du mal überlegt, im Disneyland zu arbeiten? Ja, schon mal überlegt, aber erstmal müsste ich dafür Französisch können, das kann ich nicht. Und ich glaube, das wird auch tatsächlich ein bisschen die Magie rausnehmen. Also ich fände es schon cool, mal so testweise. Oder auch wenn ich damals, ich war ja mal Au-pair, nach meinem Abitur, war ja ein Jahr in London. Und hätte ich damals schon von diesem Disney World Exchange Programm in Orlando gehört. Und wäre schon damals, also ich war schon Disney-Fan, aber als wenn ich damals noch mehr so im Disney-Thema gewesen wäre, hätte ich vielleicht das in Betracht gezogen, dieses ein Jahr in Disney World arbeiten. Das fände ich, glaube ich, hätte ich wahrscheinlich echt cool gefunden. Jetzt, ja, im Nachhinein, aber jetzt ist es halt zu spät, jetzt mache ich das auch nicht mehr. Ja, also sowas fände ich cool, halt nur so vielleicht so für ein, zwei Monate mal so testweise, aber so für immer glaube ich nicht. Wurdest du mal nach einem Autogramm gefragt, sonst bin ich der Erste.
Wurde ich tatsächlich schon, ja. Es hört sich so komisch an, aber ich durfte schon in einigen Autogrammbüchern von Kindern unterschreiben, wo auch die Charaktere unterschreiben. Da durfte ich auch schon unterschreiben. Und ja, ich habe auch Autogrammkarten hier, weil einige auch im Insta-Sale oder mal so fragen, ob ich eine Autogrammkarte zuschicken kann. Und ja, also ich wurde schon mal nach Autogramm gefragt. Was verändert sich bei Regen? Also wahrscheinlich im Disneyland Paris. Das war jetzt kein Bezug. Eigentlich nicht viel. Außer, dass vielleicht die Parade abgespeckt läuft. Nicht so viel getanzt wird. Ansonsten die Attraktionen, auch die Outdoor-Attraktionen fahren eigentlich, außer es kommt jetzt wirklich starker Sturm und Hagel und Donner und so weiter, dann nicht. Aber ansonsten verändert sich nicht viel im Disneyland Paris, außer dass es nass wird. Gibt es die Magic Hour Tickets für jedes Disney Hotel und gibt es die umsonst dazu? Wenn ihr einem Disney Hotel übernachtet, egal ob Davy Crockett Ranch, Disneyland Hotel, Newport, egal in eines der Hotels, dann habt ihr immer die extra Magic Hours dazu und die sind auch das umsonst. Also ihr bezahlt da nichts extra. Ihr könnt immer die extra Magic Hours nutzen. Findest du Disneyland Paris noch spannend, obwohl du so viele andere Parks kennst? Ja, es ist immer für mich so nach Hause kommen, dieses Wohlfühlgefühl, einfach mal abschalten, alte Bekannte wiederzusehen. Man trifft ja auch so viele Leute dort und das ist für mich wieder so nach Hause kommen, auch wenn ich da nicht so viel erlebe. Für mich wird es nie unspannend werden. Für mich ist es immer, ich freue mich da drauf und immer aufregend. Aber ich besuche natürlich trotzdem sehr gerne auch andere Parks. Schönstes Disneyland, habe ich ja schon gesagt. Die altbekannte Frage, möchtest du Kinder? Also die kommt irgendwie jetzt immer, ne? Also liegt das an meinem Alter? Naja, ja, ihr kennt meine Meinung dazu. Solche Fragen sollte man nicht fragen. Ich stehe offen zu dem Thema. Aber es gibt halt, ich predige es immer wieder auf Instagram und auch hier, solche Fragen sollte man nicht stellen. Weil du weißt oder ihr wisst nicht, wie die Person zu dem Thema steht. Es gibt Frauen, die wollen keine Kinder. Es gibt Frauen, die können keine Kinder bekommen. Versuchen es vielleicht schon länger und es ist frustrierend, solche Fragen dann gestellt zu bekommen, weil es natürlich dann wieder so ein Schlag ins Gesicht ist für die Frauen, die es wirklich vielleicht jahrelang probieren oder vielleicht auch gar keine Kinder bekommen können aus gesundheitlichen Gründen. Und deswegen können so Fragen wirklich Frauen treffen. Deswegen predige ich es immer wieder, bitte stellt solche Fragen nicht, aber irgendwie kommen die bei mir immer. Generell, ja, ich möchte Kinder. Disneyland Paris, Eltern wollen Achterbahn fahren, aber das Kind möchte nicht mitfahren. Dann müsst ihr euch wahrscheinlich abwechseln. Also es gibt den Baby Switch, das heißt, ich weiß nicht, ob zu welcher Altersgrenze das geht, weil ihr schreibt ja Kind. Aber es gibt sozusagen den Baby Switch, das heißt, ein Elternteil stellt sich ganz normal in der Schlange an und der andere Elternteil bleibt bei dem Kind oder bei dem Baby. Und wenn der erste Elternteil gefahren ist und aussteigt aus der Attraktion, geht er dann zu einem Cast-Member und sagt, also im Disneyland Paris, ja, ist ja auch Disneyland Paris gefragt, geht dann zu einem Cast-Member und sagt Baby Switch und dann bekommt ihr eine Karte. Also ich habe es noch nie selbst getestet, ich habe so gehört bisher. Aber ihr bekommt so eine Karte und dann sagt, darf dann der andere Elternteil dann auf das Kind aufpassen und der Elternteil mit der, also ihr könnt dann switchen, ne? Und der andere Elternteil darf dann durch den entweder Ausgang wieder rein oder durch den Priority Access Eingang. Da bin ich mir jetzt unsicher. Aber fragt auf jeden Fall mal vor Ort nach, dieses Baby Switch. Ich weiß halt nicht, bis zu welchem Alter das geht, aber ihr habt das Kind ja auch nicht dabei. Es wartet ja draußen. Ich frag mich, wer das kontrolliert. Weil theoretisch könnte man das ja auch als Erwachsene machen. Also wenn man es möchte, ne? Also keine Ahnung, wie gesagt, ich habe es noch nie getestet, aber wenn ihr es getestet habt, dann schreibt es auch gern unten mal in die Kommentare, wie das Ganze abläuft und vielleicht bis zu welchem Alter das funktioniert. Zu welcher Uhrzeit finden die Lobby-Shows im Disneyland Hotel statt? Habe ich tatsächlich in meinem Disneyland Hotel Video, was ich damals, wo wir im Januar waren, auch gesagt. Ich kann mich auch nicht mehr dran erinnern. Also als wir das letzte Mal da waren, waren wir so um 14:45. Da haben die angefangen und ich meine so am Nachmittag im Stundentakt, ab 14:45 vielleicht jede Stunde. Aber es gibt keinen genauen Plan dazu.
Es wurde auch damals so gesagt, dass es morgens, glaube ich, 2 Shows gibt, so um 11 oder so. Aber ich kann euch da auch, ich lege da nicht meine Hand ins Feuer. Ihr könntet nett die Cast-Member, die in der Lobby so rumlaufen, mal fragen, ob ihr wisst ungefähr, wann diese Shows stattfinden. Aber wie gesagt, es wird letztes Mal dabei mal so 2:45 und dann meine ich so im Stundentakt. Aber bitte, da lege ich euch meine Hand nicht ins Feuer. Ansonsten schaut mal das Video vom Januar vom Disneyland Hotel an, da habe ich euch die genauen Zeiten gesagt. Welche Fernreise planst du zeitnah, zum Beispiel mit deinem Freund? Also, erstmal wisst ihr, dass ich nach Anaheim fliege im August und dann seid ihr die Ersten, die es erfahren, wenn ihr das Video hier schaut. Mein Freund und ich haben Thailand gebucht wieder und zwar über Silvester. Es geht wieder nach Phuket. Wir waren da ja schon mal im November 2022. Ja, November 2022. Mein Freund war das erste Mal in Thailand und er hat sich in das Land sehr verliebt und wir haben gesagt, wir müssen auf jeden Fall nochmal nach Thailand. Und da ich mit meinen Urlaubstagen so ein bisschen knapp war dieses Jahr, wegen den ganzen anderen Reisen, haben wir gesagt, okay, machen wir es über Silvester. Da kann ich mich die Urlaubstage vom neuen Jahr verbrauchen. Genau, das heißt, wir fliegen nach Phuket. Wir haben uns eine schöne Villa gebucht in der Nähe von zwischen Patong und Kavala Beach, heißt es, glaube ich. Ich weiß jetzt gar nicht, Kamala Beach. Also irgendwo dazwischen. Und ja, fliegen für 10 Tage nach Phuket über Silvester. Da freue ich mich sehr drauf. Wie sieht grob dein beruflicher Alltag aus? Kannst du zum Beispiel nennen, was du so machst? Ja, also grob geht das schon. Es ist natürlich immer unterschiedlich. Es kommt darauf an, was ich aktuell so machen muss. Ich habe ja so einen Mix. Also meistens sitze ich halt vorm Computer. Aber manchmal muss ich auch raus in die Operations sozusagen, an den Flughafen. Und weil unsere Büros auch sehr verteilt sind am Flughafen, wir sind nicht alle an einem Platz. Und ja, was mache ich so? Also im groben Alltag. Ich mache sehr, sehr viel Datenanalyse mit Power BI. Power BI ist ein Microsoft-Tool. Würde ich sagen, aktuell ist es so 75% meiner Arbeit ist hauptsächlich mit Power BI. Als ich letztes Jahr angefangen habe, gab es das noch nicht im Unternehmen. Das habe ich sozusagen eingeführt, diese Datenanalyse mit Power BI. Das ist eben ein Tool, wo man die ganzen Daten, verschiedene KPIs, Statistiken vom Unternehmen schön darstellen kann und es auch einfacher ist, immer die up-to-date zu halten. Genau, da mache ich verschiedene Dashboards. Ich habe jetzt schon 2 aufgebaut. Es sind noch einiges in Planung. Genau, also da habe ich aktuell noch eine sehr, sehr lange To-Do-Liste, was ich noch so umsetzen muss. Ja, das ist so was ich aktuell so 75% mache. Dann mache ich auch noch Projektarbeit. Verschiedene Projekte, die ich jetzt hier nicht sagen kann, aber die sind so, würde ich sagen, so aktuell so 20% meiner Arbeit, was ich wahrscheinlich in den nächsten Monaten noch ein bisschen verschieben wird, weil das Projekt, wo ich gerade dran arbeite, sehr wichtig ist. Und dann mache ich noch 5% so alles Mögliche, alles andere, was da noch so anfällt. Ja, es ist auch tatsächlich jetzt im Sommermonaten, haben wir ein bisschen wenig Leute. Und da fragt auch die Operations, ob wir aushelfen können. Und es ist im Prinzip so, ich war ja vorher bei DHL. Und bei DHL war es so, vor Weihnachten so die Pakete sortieren in der Sortieranlage. Wir haben halt unseren Peak im Sommer. Und da helfe ich auch gerne mal in der Operations aus, weil ich auch gerne mal sehe, wie das ganze Business so funktioniert und so weiter. Und deswegen finde ich das auch sehr, sehr spannend. Ja, also so sieht das grob aus. Wie gesagt, jeden Tag irgendwie andere To-Do-Listen. Also ich bin ja so ein To-Do-Listen-Fan und habe eine riesen To-Do-Liste und gucke, was gerade so gemacht werden muss, welche Analysen. Und so sieht das bei mir aus. Kommt man gut an Notenblätter in der Pixar-Show dran? Bin bald auch da. Also das habe ich tatsächlich auch meinem Hall mal erzählt. Also was ein guter Tipp ist, um an Notenblätter zu kommen in der Together-Show, ist, ihr müsst relativ weit mittig sitzen, also von den Sitzplätzen her so mittig, nicht ganz vorne, wo der Priority-Bereich ist, so wenn die ersten Stufen hochgehen, so die ersten paar Stufen da so sitzen und am besten am Rand, also da, wo die Stufen sind, am Rand, da habt ihr eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, weil die Blätter kommen relativ am Anfang, also
relativ so, ich glaube, in den ersten 5 Minuten kommen die Blätter vom Himmel gefallen. Und viele fallen dann halt ins Publikum, aber viele fallen auch auf die Stufen. Und wenn ihr dann an einer am Rand sitzt, könnt ihr kurz schnell aufstehen und euch, wenn die auf die Stufen fallen, eins dieser Blätter holen. So habe ich es gemacht. Ich saß auch am Rand, relativ weit mittig am unten. Und bin dann aufgestanden und habe mir einfach dieses Notenblatt dann geholt, was auf der Treppe gelandet ist. Also das ist so mein Tipp, aber keine 100% Garantie. Wie reagierst du, wenn andere deine Disney-Liebe nicht verstehen? Kenne ich. Also es gibt, glaube ich, keinen, der das jetzt nicht so versteht oder nicht nur nachvollziehen kann. Also ich habe bisher nicht so negative Kommentare oder Reaktionen in meinem Umfeld. Das kenne ich jetzt nicht, aber wenn ich jetzt das so mich reinfühle, also mir wäre es egal. Also ich sage, du hast dein, ich würde sagen, also ihr habt euer, du hast bestimmt auch dein Hobby, wo du Zeit mit verbringst und es vielleicht andere Leute nicht verstehen und ich habe halt das Hobby Disney und jeder hat so seine Hobbys, jeder hat so seine Passion. Einfach drüber stehen und einfach sein Ding durchziehen, das sage ich euch auch immer. Einfach mutig sein, in der Öffentlichkeit dazu stehen und wenn es jemand nicht versteht, dann hat er halt Pech gehabt. Dann versteht ihr vielleicht sein Hobby auch nicht. Also einfach drüber stehen. How many designer bags, handbags do you have and can you show them? Kurz übersetzt, wie viele Designer-Handtaschen habe ich und ob ich die mal zeigen kann. Ja, das habt ihr euch auch schon mal gewünscht, wo ich euch meine Moni zeigt mal meine Disney-Taschen gezeigt habe. Als Video habt ihr euch auch gewünscht, dass ich euch generell meine Taschen zeige. Und ich habe eigentlich, wenn ich normale Taschen habe, fast ausschließlich nur Designer-Taschen. Und die Frage ist, was zählt ihr schon als Designer? Ist Michael Kors schon ein Designer oder fängt es erst ab Louis Vuitton an? Sagen wir mal, wir fangen bei Michael Kors an. Pff, schwierig. 15 bis 20 bestimmt. Ja, so ungefähr 15 bis 20 Taschen. Wenn wir jetzt Michael Kors und sowas mit dazu rechnen. Ja. Kann auch mehr sein, aber so vielleicht auch 20 bis 25, so die ganzen kleinen Taschen. Ja, aber ich zeig's auf jeden Fall irgendwann mal. Deine liebste Schulterpuppe? Habe ich keine. Ich finde die Dinger zwar sehr cool, so zu Outfits und so, aber ich finde sie auch sehr nervig, weil sie immer abfallen. Weil ich trage immer einen Rucksack und dann kann ich sie eigentlich nicht tragen. Habe ich keine. Wirst du wieder On-Rides machen und dann mit Disneyland Paris vergleichen? Meinst wahrscheinlich Disneyland Anaheim? Ja, das wird es auf jeden Fall geben. Ein Vergleich zu Disneyland Paris und Disneyland Anaheim. Gibt es einen Top-Platz für die Stars on Parade oder lohnt es sich dafür zu zahlen? Ich finde nicht, dass ich... Also für Disney Stars on Parade lohnt es sich auf jeden Fall nicht zu bezahlen. 15 Euro, da könnt ihr euch sparen, da habt ihr ein Mittagessen. Der Top-Platz ist natürlich, ich kann euch gerne auch hier ein Bild einblenden, ist da, wo der Weihnachtsbaum normalerweise steht. Vor dem Weihnachtsbaum, das ist generell so der super Top-Platz für Shows, wenn die aus Schlossrichtung kommen. Also wenn ihr, wenn die Parade zu euch kommt, ist das der Top-Platz, weil ihr genau den Mittelpunkt auf die Parade sozusagen habt und das Schloss im Hintergrund habt. Also das ist so wahrscheinlich, also das ist immer so der Influencer-Spot auch für die Christmas-Parade und für Disney Stars on Parade. Ansonsten ist eigentlich jeder Platz gut für Disney Stars on Parade. Am Central Plaza, auf der Main Street, dann habt ihr vielleicht das Schloss ein bisschen im Hintergrund. Also es gibt nicht den super Platz für Disney Stars on Parade, weil man eigentlich Disney Stars on Parade eigentlich immer von allen Plätzen gut sehen kann. Ich würde vielleicht darauf achten, dass ihr nicht gegen die Sonne steht, also wenn die Sonne gegen euch scheint, weil erstmal zum Film ist es blöd und dann habt ihr auch mal diese Sonnenblende und so weiter. Ist ein bisschen blöd, da würde ich vielleicht ein bisschen auf die Sonne achten, aber ansonsten, ja. Werdet ihr in Kalifornien auch einen Mietwagen haben und generell die Gegend erkunden? Leider nein. Also keinen Mietwagen und auch werden wir die Gegend nicht wirklich erkunden können, weil wir dafür leider keine Zeit haben. Seit wann und wieso magst du Disney so sehr? Also Disney mag ich eigentlich schon immer. Seit 2017 ist es so richtig in Fahrt gekommen. Da war ich im Dezember dann, also ich war ja schon mal mit 2013 im Park, damals mit meinem Ex-Freund, aber dann habe ich studiert und ne, Studium, wenig Geld und so weiter und halt fokussiert aufs Studium. Und 2017 Dezember war ich dann nochmal mit meiner Mama da und da hat es so richtig dann angefangen. Da habe ich mich auch für Run Disney angemeldet, auch YouTube-Videos geguckt
und bin immer irgendwie mehr immer reingekommen. Und dann habe ich auch entschieden, ja, meinen eigenen YouTube-Kanal dann zu eröffnen. Und ja, seitdem ist es eigentlich so richtig crazy. Also seit September 2018 habe ich auch meine Jahreskarte, da war auch das Run Disney Event und seitdem bin ich eigentlich monatlich, außer während Corona, im Park. Was muss man sich in Zürich anschauen oder erleben? Lind alleine reicht nicht. Also, wenn ihr nur wegen Lind nach Zürich kommt, ja, Lind, das Lind-Museum ist cool. Auf jeden Fall, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ansonsten ist die Altstadt wunderschön. Man kann alles zu Fuß begehen. Es ist relativ einfach, die ganze Altstadt zu Fuß zu erkunden, weil es relativ klein ist und auch relativ nah. Da gibt's, googelt mal Zürich Altstadt zu Fuß und dann fängt man am Bahnhof an. Und ja, könnt auf jeden Fall die ganze Altstadt erkunden. Das habe ich auch mal mit Brina gemacht. Dazu gibt es auch ein Video hier, wo wir die Zürich Altstadt zu Fuß erkunden. Schaut da gerne mal vorbei. Ich glaube, da habe ich euch auch die einzelnen Punkte immer vorgesagt. Und könnt am Ende dann am Zürichsee noch eine schöne Bootsfahrt machen. Oder ihr leiht euch dort ein Tretboot aus. Da kann man dann auch im Zürichsee schwimmen gehen. Das haben wir ja auch mit Brina gemacht im Sommer. Also ja, auf jeden Fall die Altstadt erkunden. Die ist wirklich super schön. Kommt auch auf, wie viel Zeit ihr habt. Bist du jeden Monat im Disneyland oder immer nur zu bestimmten Zeiten? Also ich versuche jeden Monat im Disneyland zu sein, ja. Im August zum Beispiel wird es nicht der Fall sein, weil wir dann in Disneyland Anaheim sind. Und ich meine, im Mai war ich auch nicht im Disneyland, weil es halt zeitlich nicht gepasst hat. Ich war ja, glaube ich, ja, relativ am Anfang im Juni dann da. Also ja, ich versuche jeden Monat, aber manchmal ist es auch zweimal im Monat und manchmal ist es, überspringe ich halt einen Monat. Wann ist dieses Jahr die Princess Week? Es wurde immer noch nichts angekündigt. Die letzten Jahre war es immer in den letzten zwei Wochenenden im August. Ob es dieses Jahr auch wieder so ist, ich vermute mal, auch diese Inside Out, alles steht Kopf 2 Season, diese Mini-Season wurde auch relativ kurzfristig angekündigt. Deswegen denke ich mal, auch die Princess Week wird relativ kurzfristig angekündigt. Aber, also wenn, dann die letzten Jahre war es immer die letzten zwei Wochenenden im August. Mögt ihr, macht und plant ihr auch irgendwelche Fernreisen, zum Beispiel Australien, Neuseeland? Also Thailand habe ich jetzt gesagt, Australien, Neuseeland reizt mich so gar nicht. Also gar nicht. Da nutze ich lieber die Zeit und fliege nach Tokio. Also da fliege ich lieber drei Wochen nach Tokio oder nach Japan. Und ja, also Australien und Neuseeland ist nicht so, aktuell nicht so auf meiner Bucketlist. Gefällt dir dein neuer Job? Ja. Ich bin so happy mit meinem neuen Job. Ich glaube, es gab noch keinen Job, den ich bisher gemacht habe, der so gut zu mir gepasst hat, dass ich am Flughafen arbeiten darf, auch mit den Sachen, die ich machen darf, die auf meiner To-Do-Liste stehen, bin ich sehr, sehr happy. Ist genau das, was ich kann und auch das, was ich machen möchte. Meine Kollegen sind super. Ich verstehe mich mit allen super gut. Mittlerweile kann ich auch sagen, dass wir schon befreundet sind, auch was privat unternehmen oder nach der Arbeit mal zusammen irgendwie zusammen essen oder jetzt ja zum Beispiel in den Europapark zusammenfahren. Also ja, ich bin super happy mit meinem neuen Job. Ich glaube, das war wirklich Schicksal, dass es so passiert ist. Und ich hatte jetzt auch mein Jahresgespräch, wo dann mein Feedback, sozusagen mir Feedback gegeben wurde über meine Arbeit und auch mein Arbeitgeber ist sehr happy mit mir und meine Chefin ist auch sehr happy mit mir, mit dem, was ich bisher so erreicht habe in dem einen Jahr. Und ja, also bin sehr, sehr, sehr happy mit meinem neuen Job. Und es ist auch tatsächlich so, dass ich nicht so denke, boah, jetzt muss ich wieder ins Büro und oh, gar keinen Bock auf die Leute und oh, das habe ich nicht. Natürlich hat man Tage, wo man denkt, boah, jetzt bin ich aber erschöpft vom Wochenende und oh, jetzt wieder arbeiten, morgens früh aufstehen. Natürlich habe ich das auch. Aber ich gehe wirklich gern zur Arbeit. Hast du nun eine eigene Wohnung? Ja. seit September letzten Jahres. Es gibt ja auch Umzugsvideos und so weiter. Also gibt es hier auch auf YouTube. Schaut da gerne mal vorbei. Da habe ich euch auch ein bisschen mitgenommen beim Umzug. Also ja, ich habe seit September letzten Jahres eine eigene Wohnung. Wie meinst du, wie lange du noch eine Jahreskarte vom Disneyland Paris haben wirst? Für immer, hoffe ich. Also bisher plane ich es nicht einzustellen. Gibt es die rosa Uhr vom Disneyland Hotel im Hotelshop noch zu kaufen? Die da wahrscheinlich. Da. Also als ich das letzte Mal da war, ja. Aber das ändert sich immer. Also ob es aktuell gibt, weiß ich nicht. Also ihr müsst Glück haben, wenn ihr da seid,
dass es die Uhr gibt. Aber ich drücke euch die Daumen. Gibt es Halloween-Specials, Food, Drinks, Shows, Snacks, Törtchen, noch am 20. bis 22.10.? Ja, gibt es. Die Halloween-Season startet am 1. Oktober und geht bis zum, jetzt muss ich gucken, 6. November. Ich kenne die Taten auch nicht auswendig. Bis 2. November, genau. Am 9. November geht dann die Christmas-Season los. Also bis 2. November habt ihr komplett alles, Snacks, Shows, Drinks, was auch immer, habt ihr dann auch, läuft halt die Halloween-Season. Kannst du die Liberty-App mal erklären oder hast du es schon? Also die Liberty-App gibt es ja nicht mehr. Also es läuft alles über die Liberty-Website, wenn ihr was über Liberty machen möchtet. Es war ja so, dass ihr die Liberty-Website nutzen musstet, um ins Disneyland Hotel zu kommen. Das ist aber jetzt weggefallen, das braucht ihr nicht mehr. Und aktuell braucht man die Liberty-App, Liberty-Webseite. Also gebt einfach bei Google Liberty ein, dann findet ihr die Webseite. Pins. Also wenn ihr limitierte Pins haben möchtet, müsst ihr die über die Liberty-Webseite reservieren. Das steht dann immer wann genau, also ich glaube 2 oder 3 Tage vor Release, um 18 Uhr müsst ihr euch dann einloggen, um ein Ticket zu bekommen für... Jetzt muss ich niesen. Genau, auch wenn ihr wenn es diese limitierten Schlüssel gibt, müsst ihr die auch über die Liberty-Webseite registrieren und dann an dem Tag abholen. Da bekommt ihr auch eine Uhrzeit und wann ihr dann das abholen müsst, etc. Also so funktioniert das. Und es geht auch nicht, dass ihr Screenshots macht, ihr müsst die Liberty Reservierung dann vorzeigen und so weiter. Hast du Infos, wie Disneyland Paris als Arbeitgeber ist? Leider nein. Also ich weiß, dass die Bezahlung nicht besonders gut ist und nicht besonders hoch ist im Verhältnis zu Paris und den Mietpreisen etc. Aber mehr Infos habe ich nicht. Jetzt ist mein Bildschirm ein bisschen dunkler geworden. Naja, es ist aber der Akku hält noch. Naja, genau. Also Disneyland Paris, Infos als Arbeitgeber, nicht so wirklich. Und wie kommt's, dass du so oft ins Disneyland fährst? Und das ist auch die letzte Frage. Ich habe halt eine Jahreskarte und mittlerweile ist es leider ein bisschen teurer geworden, ins Disneyland für mich, um ins Disneyland Paris zu kommen für mich, weil ich ja jetzt entweder fliege oder mit dem Zug fahre. Vorher, wo ich in Deutschland gewohnt habe, war es ein bisschen günstiger für mich, weil wir auch oft Fahrgemeinschaft gemacht haben mit Brina oder Daniel oder so. Das war dann auf jeden Fall wesentlich günstiger für mich, ins Disneyland Paris zu kommen. Aber trotzdem versuche ich jeden Monat hinzufahren, weil ich es einfach liebe. Ich möchte aber euch auch immer up-to-date zu halten, was es dort Neues gibt. Wenn es neue Season gibt, möchte ich euch natürlich auf dem Laufenden halten. Und das ist halt mein Hobby. Es ist mein Hobby, die Videos aufzunehmen, euch mitzunehmen und auch die Zeit dort im Disneyland Paris zu genießen, mit Freunden zu treffen. Und es ist ja aktuell so, dass es das ist, wo ich meistens halt Brina oder so wiedersehen kann. Weil ich jetzt halt in der Schweiz wohne. Aber ja, deswegen kommt es halt, dass ich so oft ins Disneyland Paris fahre. Und das waren sie, die Fragen von euch. Schneiden jetzt noch kurz an, was so in den nächsten Tagen und Wochen geplant ist. Und zwar bin ich dann dieses Wochenende im Europapark mit meinen Arbeitskollegen, das habe ich ja schon gesagt. Wir übernachten von Freitag auf Samstag in der Kronasar Suite. Da zeige ich euch dann auch Einblicke. Samstag verbringen wir den kompletten Tag im Park. Und ich bleibe dann auch noch bis Sonntag. Daniel ist ja auch noch bis Sonntag mit Sven. Und dann sehe ich die dann auch nochmal wieder. Danach darauf das Wochenende bin ich mit den Mädels im Disneyland Paris. Mit Brina und Nina. Wir verbringen das Wochenende dort zusammen. Ich bleibe auch für den Bastille Day komplett da. Also Sonntag, der 14. Juli ist Bastille Day. Das ist der Nationalfeiertag in Frankreich. Einer der vollsten Tage des Jahres im Park. Aber ich freue mich sehr auf das Feuerwerk. Hoffe, das Wetter spielt mit, weil es ist auch eines der krassesten Feuerwerke, die Disneyland Paris so auffährt. Also wenn ich an letztes Jahr denke. Und ich fliege dann am 15. am Morgen dann direkt im ersten Flugzeug dann wieder zurück und gehe dann auch direkt zur Arbeit. Darauf das Wochenende war eigentlich frei, aber jetzt ist am Sonntag dann was dazwischen gekommen, was ich euch dann bald erzählen werde oder ihr jetzt dann hier auf YouTube sehen werdet. Ich werde es auf Instagram in meiner Story dann erwähnen. Das ist auf jeden Fall richtig krass und ich freue mich drauf. Und und das nächste ist dann tatsächlich erst Disneyland Anaheim geplant. Im August. Dazwischen Zeit mit Schatzi verbringen. Vielleicht fahre ich mal einen Tag ins Connyland. Und ja, das ist sozusagen der Juli. Aber das eine Event, was ich euch noch nicht erzähle, geht auch insgesamt 5 Tage. Also
ist auf jeden Fall was richtig Krasses und Großes. Dazu bald dann mehr. Genau, ich hoffe, das Q&A hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.